Hi Leute, Jigsaw hier. Wenn ihr Teil einer Familie in iCloud seid, also die Familienfreigabe auf eurem iPhone aktiviert habt, wird standardmäßig auch euer Standort mit euren Familienmitgliedern geteilt. Ihr könnt natürlich auch anderen Personen den Standort mit Wo ist geteilt haben. Was aber, wenn ihr in bestimmten Situationen genau das nicht machen wollt und eben verhindern wollt, dass andere euren Standort sehen können? In diesem Video zeige ich euch, wie das funktioniert, ohne dass die andere Person weiß, dass ihr den Standort deaktiviert habt. Los geht's! Die erste Option ist es, in der Whoist-App die Option Standort teilen auszuschalten. Die findet ihr, wenn ihr unten rechts auf Ich klickt. Wenn ihr das macht, ist das aber ziemlich offensichtlich für die Person, mit der ihr den Standort teilt. Besser ist es, das iPhone vom Internet zu trennen. Das könnt ihr machen, indem ihr die mobilen Daten und auch WLAN ausschaltet. Noch einfacher geht das, indem ihr den Flugmodus aktiviert. Dann kann Whoist keine Daten mehr an die Apple-Server senden und somit auch nicht euren aktuellen Standort. Problem ist natürlich, dass auch alle anderen Apps, die Internet benötigen, also so ziemlich alle Apps, sich auch nicht mehr mit dem Internet verbinden können und auch nicht mehr richtig funktionieren. Wenn das also ein Problem sein sollte, ist die bessere Methode, der App Whoist den Zugriff auf euren Standort nicht zu erlauben. Geht dazu in die Einstellungen, klickt auf Datenschutz und Sicherheit und dann oben auf Ortungsdienste. Wenn ihr das ausschaltet, dann hat keine App mehr, also auch nicht Whoist, Zugriff auf den eingebauten GPS-Sensor und kann deshalb keinen Standort ermitteln, um ihn weiterzusenden. Jetzt funktionieren alle Apps, die den Standort benötigen, nicht mehr, wie zum Beispiel auch Google Maps. Anstattdessen könnt ihr auch nur den Zugriff auf euren Standort für Whoist einschränken. Klickt dazu auf Whoist und wählt Nie aus. Dann sollte die andere Person euren Standort nicht mehr sehen können. Das Einzige, was sie sieht, ist die Nachricht Standort nicht verfügbar. Das ist aber auch der Fall, wenn euer iPhone-Akku leer wäre. Wenn euch diese Nachricht stören sollte, ist es auch möglich, einen Fake-Standort in Whoist einzustellen. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich habe zu diesem Thema bereits ein Video aufgenommen. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao.